Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Lilienstein vom Dorf zur Stadt zur Metropole. Wir werden uns hier heute einen Überblick verschaffen, wie die Bauarbeiten vorangehen. Und ihr seht, da ist einiges passiert. Und da landen wir auch mal gleich an. Ja, zum einen relativ unspektakulär, aber weil es so aufwendig war, muss ich es dann doch mal zeigen. Ja, hier haben wir so einen kleinen Platz. Also der ist noch nicht fertig, da fehlen noch ein paar Blümchen. Der hat aber auch eine Besonderheit, das sehen wir noch. Was ich aber jetzt eigentlich ja zeigen wollte, ist nämlich das hier. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend, aber der eine oder andere kann es sich vielleicht schon denken. Und ja, dieser Ring ist jetzt komplett begehbar. Das haben wir also alles jetzt hier noch an Bauland für unten. Und da sind wir auch wieder am Eingang. Ich bin froh, dass das jetzt endlich mal vorbei ist, das Thema. So, hier grunzt schon ein Schwein. Ja, Tiere wollten wir auch noch besorgen. Aber das war ja noch nicht alles. Hier im zweiten Kreis, der ist ja ein bisschen enger. Da mache ich aber auch eine andere Bauweise. Hier wird es wieder ein bisschen bunt. Freut vielleicht die eine oder den anderen. Mal schauen. Deswegen habe ich immer betont, mit ganz anderen Dingen gearbeitet. Hier das, da hatten wir ja drüber gesprochen. Das ist diese Geschichte mit der Beleuchtung für unten. Da habe ich dann den Teppich aufs Glas gelegt. Und den Effekt, den zeige ich euch gleich. Und das hier sind erste interessante Konstruktionen, wie dann hier die Häuser aussehen. Das hier gefällt mir besonders gut. Ist natürlich innen noch nichts gemacht oder so, ne? Ja, jetzt hüpfen wir mal gleich hier runter. Und da haben wir hier den Bereich, wo dann die Tiere hinkommen werden. Und hier geht es dann zur Technik. Hier steht ja unsere automatische Farm. Und wenn man weiß wo, dann kann man da auch irgendwo lang gehen. Ja, also die wollte ich euch jetzt nicht zeigen. Aber hier, ihr seht, es ist hier unten hell, obwohl es ja komplett abgeschlossen ist eigentlich. Und das liegt jetzt tatsächlich nur daran, weil, gut, hier ist noch so ein kleines Löchlein, aber der Hauptteil des Lichtes, der kommt natürlich hier oben durch. Gut, hier an der Seite ist es ein bisschen dunkel, also ja, hundertprozentig kriegt man es nie hin. Vielleicht kann ich aus dem Haus heraus, wenn ich da einen Teppich auslege, also hier steht ja dieses blaue Hütchen, das lange Breite. Und jetzt, wo ich so gerade erzähle, hier ins Mikro, da ist das ja eigentlich eine super Idee. Dann werde ich nämlich in dem Haus auch einen Glasboden machen und da einfach Teppich drüber legen. Was dann bedeutet, dass dann die zweite Seite auch beleuchtet wird hier. Und dann kann unterirdisch hier fröhlich gewachsen werden. Ist auf jeden Fall super praktisch. Also, finde ich jetzt. Ja. So ist dann der Stand der Dinge. Mit dem Lager hier bin ich noch nicht weitergekommen. Ich war jetzt ja erstmal so dankbar, dass diese blöde Sortiererei da funktioniert. Die kann dann weg, die Maschine. Hier werfen wir mal einen kurzen Blick rein und gehen auch wieder raus. Da bin ich noch gar nicht fertig. Und dann fliegen wir auch mal wieder hoch. Nach da. Denn wir haben ja noch irgendwas. Dafür müssen wir erstmal ganz hier hochgehen. Und da seht ihr es schon, da steht jetzt so ein kleines, ja, Tempelchen oder was auch immer das darstellt. Also die genaue Funktion ist mir selbst noch nicht so bekannt. Aber es ist halt schon mal da. Und warte darauf, mit irgendwas gefüllt zu werden. Ja.
So weit bin ich dann jetzt also gekommen. Das heißt, jetzt kann ich mich dann erstmal noch mit dem unteren Ring beschäftigen und da schön ein Häuschen draufsetzen. Das ist dann endlich mal was anderes als diese ständige Auffüllerei von irgendwelchen Löchern. Das wird auf Dauer doch ein bisschen dröge. Und hier unten bleibe ich jetzt auch bei dieser Farbwahl. Die ändert sich also nicht. War mir sonst zu wild. Wir haben jetzt also ungefähr ein Viertel, glaube ich, so in etwa gefüllt. Kann man so sagen, oder? Ja, ein Viertel von da hinten. Wo ist die Treppe? Da. Bis hier. Ja, ist genau ein Viertel. Das heißt, drei Viertel können noch mit Häusern bebaut werden. Und da fangen wir jetzt am besten auch mal an. So, von dem Platz hier bin ich ja frei, wo dann der Weg entlang geht. Das heißt, wir könnten hier eigentlich mal was Größeres hinstellen. Mal schauen. Nehmen wir mal vielleicht so hier und vielleicht so da. Eins, zwei, drei, dann vier und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann haben wir es immer mit ungeraden Zahlen. Da lässt sich es dann schöner bauen. Und machen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Dann muss da wieder so einer hin und hier auch. Und dann nehmen wir hier am besten die Mitte. Passt zwar nicht, aber die Kurve ist ja hier woanders. Ist ja egal. Und dann ziehen wir das mal hoch. So. So. Und es wird dann auch mal an der Zeit, dass Dorfbewohner kommen. Die fragen mich schon ständig, wann sie denn endlich mal umziehen dürften. Ich habe Ihnen jetzt noch nicht verraten, dass Umzug keine Option ist, sondern dass hier neue Dorfbewohner hinzukommen. Und da, was die Dorfbewohner betrifft, habe ich dann auch eine Überraschung. Die war so überraschend, dass sie auch mich überrascht hat. Ich sage nur, es hat was mit diesem Optifine zu tun, von dem ich ja erzählt habe, was ich jetzt drauf habe. Scheint übrigens wirklich das Spiel flüssiger zu machen. Gestern habe ich zwar irgendwas beim Ausprobieren in den Grafikoptionen verstellt und war total panisch, weil alles plötzlich so komisch aussah, aber ich habe es wieder hingekriegt. Man sollte einfach die Finger von Dingen lassen, die man selbst nicht versteht. Das rächt sich sonst. Na gut, was das dann im Einzelnen ist, das sehen wir dann, wenn hier die ersten einziehen. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Die sind ja quasi schon im Anflug. Warum ist jetzt eigentlich das Dach hier von der Höhe nicht in Ordnung? Oder? Habe ich mich jetzt beim lauter Gelaber? Ja, natürlich. Ja, so ist das. Ich bin halt nicht multitaskingfähig, man sieht's. Eigentlich macht es ja dann noch keinen Sinn, hier Videos aufzunehmen, wenn man das nicht ist, aber naja. Es kostet ja nur ein paar Klicks und dann ist die ganze Geschichte wieder korrigiert. Wir bauen jetzt auch mit einem bestimmten Hintergrund genau an dieser Stelle. Das hat hier was mit dem Platz zu tun. Das werdet ihr dann hoffentlich gleich sehen. Na komm. Nicht festhängen beim Fliegen. Und da konnte man es im Hintergrund sehen. Zack. Da ist das Licht angegangen.
Das ist jetzt eigentlich nichts so Spektakuläres, aber für mich halt schon. Ihr kennt ja noch ja, diverse Beleuchtungen, die ich hatte. Also, das heißt diverse. Eigentlich waren, glaube ich, nur die das Namensschild von meinem Inselhotel. Das hatte ich ja so ähnlich beleuchtet, eben mit diesem invertierten Tageslichtsensor. Ich sage das ja so wunderschön oft und gerne. Der hatte halt nur immer den Nachteil, dass ja, er die Lampen immer nur so einzeln eingeschaltet hat. Da wurde also einfach ein Signal immer um eins stärker, je dunkler es wurde. Und dann hätte er erst die Lampe und dann wieder warten und warten und warten. Und erst wenn es stockdunkel ist, wäre es dann bis hier hinten gekommen. Da ich mich aber momentan ein bisschen intensiver mit Redstone beschäftige, habe ich dann gelernt, dass das nur mit einem Logikgatter umzusetzen ist, und das einfachste aller Logikgatter habe ich jetzt gebaut. Ich kann das technisch nicht erklären und ich glaube, euch interessiert das technisch auch nicht, deswegen sage ich es mal kurz in meinen Worten. Wir haben hier jeweils so eine Redstone-Fackel. Ja, die ist vom Grundsatz her immer an und macht dann hier das Licht. Und Redstone-Fackeln kriegt man nur aus, wenn man sie mit einem Redstone-Signal ansteuert. Das läuft dann hier. Und so wie auf dieser Leitung hier Saft drauf ist, geht diese Redstone-Fackel aus. Und das funktioniert eben über einen Tageslichtsensor, der jetzt in dem Fall mal so läuft, wie er auch laufen soll. Der ist also nicht invertiert, der guckt nicht nach Nacht, sondern so wie es hell genug ist und das Signal hier stark genug ist, geht das hier durch, trifft auf die Fackel und schaltet die Lampe komplett aus. Hat halt wirklich den Vorteil, dass man hier diese ganze Reihe ein- und ausschaltet und nicht immer nur eine Lampe nach der anderen. Es macht schon Spaß, sich mit Redstone zu beschäftigen und was da so alles gibt. Ist halt für mich teilweise ein bisschen kryptisch im Verstehen, aber ich tue hier mein Bestes und wenn man dann so Erfolge hat, dann, ja, macht's doch auch Spaß. Ja, jetzt werden wir mal dieses Gerippe hier noch fertig machen. Da fehlt nämlich noch hier ein Eck. Und dann sind wir auch schon, ja, wieder durch mit der Folge hier. Markieren wir uns mal noch, wo der Weg weitergeht. Ach, der Weg, das wird ja auch wieder so toll. Da habe ich mir was angetan hier mit diesem komischen Wegdesign. Das ist ein bisschen unpraktisch. So, ach, das ist ja Eichenholz. So, der Weg, der könnte dann... hier so wieder starten. Genau, dann am Haus vorbei und dann geht's weiter und da gucken wir mal. Vielleicht lege ich jetzt auch einfach erstmal den Weg komplett rum und sehe dann zu, wie ich die Häuser darum verteile. Aber das machen wir nicht jetzt in der Aufnahme, sondern ein andermal. Ich sage von meinem beleuchteten Platz aus Tschüss und bis nächstes Mal.